Europa, please, rufen diese Kinder an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Ihre Eltern warten dort auf eine Chance, in die Europäische Union zu kommen. Laut UN-Angaben machen Kinder mehr als die Hälfte der weltweiten Flüchtlinge aus. Unterwegs sind sie vielen Entbehrungen ausgesetzt. Oft fehlt es am nötigsten. Wir brauchen etwas zu essen. Die Kinder sind hungrig. Wir brauchen Milch und Babynahrung. Dünya möchte mit ihren 5 Kindern nach Deutschland. Ihren Mann hat sie im Krieg in Syrien verloren, sagt sie. Jetzt sitzt sie in der Pufferzone an der türkisch-griechischen Grenze. Die Bedingungen beschreibt sie als schlecht. Sie weinen die ganze Zeit. Alles ist schmutzig. Das Leben ist zu hart. Aber so Gott will, wird sich Deutschland öffnen. So Gott will, wird Angelina Merkel die Grenze öffnen. Angelina Merkel, Hilfe, wir sind müde. Angelina Merkel, help, help, we're tired, we're tired. Wir können Dünya nicht in die Pufferzone begleiten. Journalisten ist der Zutritt verboten. Dünya macht mit ihrem Handy Videoaufnahmen von ihren Kindern. Sie fragt ihre Töchter, wie es ihnen hier im Lager gefällt. Es sei so schmutzig, sagt die 6-jährige Sumu. Warum bist du hier im Lager? Damit ich nach Deutschland gehen kann. Warum willst du nach Deutschland? Ich will Angelina Merkel sehen. Was willst du in Deutschland machen? Wir werden unseren Traum leben, wir werden genug zu essen haben und ich werde zur Schule gehen. Deutschland hat sich zusammen mit anderen EU-Ländern bereit erklärt, bis zu 1500 besonders schutzbedürftige Kinder aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Das gilt aber nicht für diese wartenden Flüchtlinge auf der türkischen Seite. Dünyas Kinder werden weiterhin einen Teil ihrer Kindheit in der Pufferzone zwischen den Grenzen verbringen. Kinder können in Krisenzeiten, etwa wenn sie zu Flüchtlingen werden, ihre Kindheit nicht erleben. Sie können sich nicht wie Kinder verhalten und müssen Verantwortung übernehmen, die normalerweise von Erwachsenen getragen wird. Seit fast 2 Wochen wehren griechische Sicherheitskräfte tausende Migranten an der Grenze Griechenlands zur Türkei ab. Am Donnerstag wurde der Grenzschutz noch einmal mit zusätzlichen Frontex-Sicherheitsbeamten verstärkt.